Esel. Wir haben Esel. Edel Esel. Hey. Hey. Ja. Ja. Oh, süß. Und ein Scheißkaninchen, nein. Oh, Mann. Ey, scheiße, wie viele. Mit, also, Jackpot. Jackpot. Also, Esel hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Wir haben ja Brote und alles. Und auf dem Rückweg schlachten wir die Kühe ab. Brauchen wir natürlich nicht mehr. Und da ist ein Höhlensystem, da will ich zu gern... Es ist verlockend. Kohle ist da. Ich will nur Eisen. Eisen, Gold. Na, Gold können wir auch nicht abbauen oder sowas. Na gut, muss jetzt auch nicht so dringend sein. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, meine Damen und Herren. Wir haben ja Zeit. Oh, schöne Lava. Miss Lava. Miss Lava Lazuli. Schafe, krass, Alter. Was ist hier los? Hier gibt's Tiere im Überfluss. Kühe gibt's hier. Also, ganz ehrlich, wer hier nicht glücklich ist, ne, der... Der ist, ja, der ist... Oh Gott, Hühner gibt's ja auch. Geil. Haben die ein Ei gelegt? Ich möchte jetzt Eier mitnehmen. Ich brauche Eier fürs Gehege. Deshalb schlachte ich die auch nicht ab. Ah, Eier. Falls ihr noch welche habt, ne, dann bringt sie mir. So, ich gehe ein kleines Stückchen in die Wüste rein. Das wird ja tatsächlich ein richtiger Tagesausflug. Ein Folgenausflug. Ja. Geht ja über mehrere Folgen. Ob wir hier vielleicht nicht noch irgendwo einen Tempel haben? Ich möchte tatsächlich gerne mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Tempel... Alter! Boah, ey. Jetzt ist aber gut. Oh, ganz ehrlich. Scheiße, wer hat mich angegriffen? Niemand, gut. Alter, jetzt ist gut. Wow. Lol. Oh nee, Mann, was soll denn der Fuck? Kack. Gut. Runter. Da runter. Okay. Huch. Mann, was war denn das für ein Hänger? Oh Gott. Krass, ey. Pferderüstung. Wir haben alles. Das nehme ich natürlich hier auch mit. So. Alter, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wisst ihr was? Ich weiß, es ist ein bisschen doof, aber ich schalte jetzt aber mal die Monster aus, weil das ist ein Jackpot, den man nicht normal bekommt. So. Alter, da gehe ich, das war so geil, das war so schlau, in die Wüste einfach reinzugehen. Hallo? Hallo? Was soll das? Ich kann überall einen Block setzen, außer und nicht, also überhaupt nicht unter mir. Boah, Alter, verarschen. Kack hier. Das dauert hier aber auch ein bisschen. Die Welt ist irgendwie ein bisschen seltsam. Das ist hier vom... Okay. Gut, verstehe. So. Alter, krass. Sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas. Huch. Alter. Da hinten ist Wasser. Okay, das wird auf jeden Fall ein Folgenausflug. Ich
Ich muss ganz kurz innehalten, ganz ehrlich. Wie bei Assassin's Creed. Auf den Stab gehen und auf diesen Stock gehen und innehalten. Okay, das war mein Magen. Schon wieder, Alter, ich muss mal was essen. Das hat man bestimmt gehört, oder? Was rennt sich, ne? So, krass. Alter, Tempel, Dorf, ne? Alles. Wirklich alles vom Feinsten. Da unten, so. Jetzt muss ich ganz kurz weiter planen. Also, wir haben jetzt rechts wieder das Wasser. Und wir sollten... Kann er ruhig runterfallen. Wir sollten jetzt mal gehen. Und zu stehen, mitzustehen und zu stehen. Ohne zu stehen. Alter, krass. Alter, ein Tempel, ne? Wow. Was haben wir hier? Geht's runter. Sandstein ist normal, ne? Ja. Sandstein ist normal, genau. Ich dachte nämlich, sag mal, was ist denn das hier? Ist ja auch geil, so ein geiler Hohlraum. Ich weiß, Eisen nehme ich jetzt nicht mit, brauche ich nicht. Wir sind ja ehrlich nicht zum Eisenfarmen da. Habe ich noch Boote? Nee. Ah, alter, krass. Wie viel wir gefunden? Ich kann's, tut mir leid, ich kann's immer noch nicht glauben. Ganz ehrlich, ich kann's immer noch nicht glauben. Was wir alles haben. So. Ich das jetzt richtig sehe. Haben wir hier dann noch so den Berg? Da hinten leuchtet das Villager-Dorf oder ein Flüsschen Lava. Ich wollte eigentlich Akazienholz mit, das können wir gleich machen. Oh mal, gefärbten Ton, den nehme ich so mit. Also Akazie bauen wir gleich ab, dann haben wir richtig viel Holz davon. Genau, hier ist dann so eine Einbuchtung. Eine Einbuchtung. Was ist das da hinten? Ach so. Mehr nicht. Trotzdem, die Einbuchtung finde ich auch geil. Ganz ehrlich, ich würde da eine Villa bauen. Weil, wenn wir schon hier die Gelegenheit haben, ne, da hinten leuchtet Lava. Gut. Sandstein brauchen wir noch alles, ne? Brauchen wir alles. Das können wir auch noch gebrauchen. Das können wir verarbeiten. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Ja, also zumindest, ich muss ganz ehrlich sagen, besser kann diese Welt nicht gewesen sein. Ich glaube, ich werde diese Welt für immer behalten. Für immer. Weil die einfach so geil ist. Akazie, ne? Oh Mann. So, jetzt müssen wir uns aber unser Essen sichern. Und die nächsten Betten. Die nächsten Betten sichern. So. Die kommen weg. Tut mir leid, wenn ich alles hier wegpfeffern muss, aber wir brauchen Essen. Was zum... What the f... Sind das Schweine? Das... Die haben keine Textur. Alter, Edgar. Nee, Textur. Ohne... Alter, Texturenfehler. Wenn ich das Faithful bestimmt rausmache, dann ist alles in Ordnung. Dann sind die Schweine wie immer. Seltsam, dass die keine Textur haben. Kann ich nicht mitnehmen, warte. Steinrückplatten brauchen wir nicht unbedingt. So. Mumu. Leder können wir auch nicht mitnehmen. Was soll ich denn alles wegwerfen? Ja. So.
so. Ich töte natürlich eigentlich nicht alle Kühe. Die müssen sich vermehren. Das können sie nicht, wenn sie, ne? What the fuck? Hier bin ich überhaupt nicht vorbeigekommen. Okay. Läuft. Bin ich da wohl ahnungslos rübergejumpt, ne? Tut mir leid, euch stelle ich für Bücher her. Ich würde ja gerne Kuhfarm machen, aber den müsste ich erstmal irgendwie einfangen, mein Gehege. Wir brauchen eine Schnur und die kann ich aus Schleim machen. Es gibt hier keinen Schleim. Boah. Da ist sie. Und Esel gibt's hier. Hätte ich doch nur einen Sattel mitgenommen. Na gut. Die lassen wir hier. Lasagne wollen wir heute nicht essen. So. Und hat jemand hier schon mal was Neues angesät? Angesehen. Kühe, die nehme ich mit. Alle Kühe mitnehmen. Theoretisch können die Tiere spawnen wieder. Das würde eigentlich... So. Wie viel Leder haben wir? Boah, schon ein bisschen. Dann verabschiede ich mich auch von diesem Dorf. Dann gehe ich da nochmal die Kühe fällen. Hier, ich fäll dich. So. Hinten sind nochmal Schafe, aber Wolle habe ich genug. Seitdem wollen wir hier nicht alles aussterben lassen. Level, super. Und die Spitzhacke Schrott. Schaufel mache ich auch nochmal kaputt. So, mache ich alles fürs Fleisch, ne? Oh Gott, da hinten. Die Kühe können ja spawnen wieder. Die würden nach ein paar Wochen wieder alle da sein. Huch. Alter, da ist ein Texturenfehler manchmal. Scheiße. What the fuck sind das für... Was ist das? Was sind das für XP? Die sehen halt seltsam aus. So. So, Kuhfarm. Kuhfarm. Ja, gut. Wir sind da. Ah, Kopfhörer zurecht. Drücken. So. So läuft das. So, jetzt will ich zu meinem Boot und dann jetzt nix wie weg. Einfach weg von dieser Insel. Aber da haben wir echt schon viel rausgeholt, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das sowas von sich lohnt, hier einfach mal hinzufahren. Die Werkbank lasse ich hier. Wo bin ich denn angedockt? Was? Zum Verarschen? Auf einem halben Weg natürlich, Mann. Buggiges Vieh. Buggiges Boot. Und ein Spawn, das Glas muss auch wieder neu generieren. Ne? Oha, ich hab... Alter, diese Welt, ne?
Die muss ich immer erstmal generieren. Boah, Gott. Oh, Mann, ey. Dieses Generieren nervt. Naja, gut. So, diesmal lege ich hier an. Jetzt fahr doch... Boah, dann nicht. Bleib da draußen, verdammte Scheißboot. So. Damit haben wir es dann auch erstmal, ne?